Heute zeige ich dir, wie man den Kurvenlichtassistenten von Busch & Müller an einem E-Bike montiert. Der Basti hat ja bereits schon ein Video zu dem Kurvenlichtassistenten gemacht, so eine kleine Vorstellung. Einen Link dazu haben wir auch unten in der Videobeschreibung. Wenn du es dir noch nicht angeschaut hast, mach das doch gerne einmal. In diesem Video zeige ich euch einfach nur, wie man dieses Kurvenlicht montiert an einem E-Bike hier mit einem Bosch-System. Und da legen wir jetzt los. Wenn wir es jetzt montieren wollen, müssen wir natürlich ein paar Sachen berücksichtigen. Doch zunächst einmal, das ist ja das eigentliche Herzstück. Das Lival, dieser Kurvenlichtassistent. So, jetzt wird der quasi einfach nur zwischengesetzt zwischen dem Scheinwerfer und dem Scheinwerferhalter. Hier wird es befestigt am Scheinwerferhalter und hier kommt nachher der Scheinwerfer mit drauf. So, und was wir ja beim Basti schon gelernt haben, das gehört in 55 Grad Neigung gesetzt. Sprich, hier befestigt und dann gehört das in 55 Grad. Dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob wir es so rum montieren oder es so um 180 Grad drehen und hier dann in 55 Grad Neigung stellen. So, in einer der beiden Positionen müssen wir uns einfach entscheiden. Und dann gehen wir mal zu unserem Fahrrad und kontrollieren, ob das hier überhaupt so drauf geht. Hier ist der Scheinwerferhalter. So, und wenn wir den jetzt hier ungefähr in 55 Grad dort montieren wollen, sehen wir, das stößt hier an der Gabel bzw. mit dem Halter. Das funktioniert so rum nicht. Andersrum wird es jetzt schon ein bisschen besser aussehen, aber das klappt hier auch nicht mit der Gabelkrone. Das geht da nicht dran vorbei. So, mit anderen Worten, mit dem Scheinwerferhalter können wir es nicht machen. Wir müssen da jetzt eine andere Lösung für finden. Natürlich gibt es dann einmal die Möglichkeit, dass wir hier oben an dem Lenker das System befestigen. Hier gibt es ja andere Adapter dafür, hier vorne, dass wir das Ganze hier montieren könnten. Dann würde er hier sitzen, das würde auch gehen. Denn prinzipiell darf das Ding ja am Lenker und an der Gabel sich befinden, also sprich an sich bewegenden Bauteilen, wenn man lenkt. Das ist aber wichtig, es dürfte jetzt nicht irgendwo am Rahmen festgemacht sein, das würde nichts bringen. So, in dem Fall gehen wir jetzt aber mal bei, wir haben hier an der Gabel hinten noch eine Verschraubung. Und da würde jetzt ein klassischer Halter eben hinpassen. So ein ganz klassischer Edelstahlhalter, jetzt in dem Fall auch schick in schwarz gemacht. Den können wir da gleich von hinten gegensetzen. Zunächst müssen wir aber einmal hier den Scheinwerfer runternehmen und wir müssen auch den Halter hier demontieren. Das machen wir jetzt eben mal. Nun haben wir hier den Halter montiert und jetzt können wir auch gegenkontrollieren, ob wir hier genug Spielraum haben, um den nachher richtig einstellen zu können. Hier unten rum ist das gar kein Problem. Obenrum wird es theoretisch auch gehen. Es ist hier bloß tatsächlich beim Einfedern relativ knapp mit der Gabelkrone. Also wir sind ungefähr nachher bei dem Winkel, das sind ungefähr 55 Grad. Wenn man da jetzt Probleme hat, dass es um ein paar Grad nicht geht, dann kann man tatsächlich so einen Edelstahlhalter auch noch mal ein bisschen bearbeiten, um ihn ein bisschen höher zu drücken, ein bisschen tiefer zu setzen. Lässt sich relativ gut bearbeiten im Gegensatz zu einem Kunststoffhalter. Ja, was jetzt hier dabei eben entsteht, ist ein unschönes Loch hier vorne an der Gabelbrücke. Da bieten die Gabelhersteller aber immer noch mal eine Blende an, die man sich holen kann, die man hier reinsetzen kann. Also das ist jetzt nicht das Problem. Wir werden es jetzt hierfür so belassen. Aber wenn du es selber machen möchtest, dass jeder Hersteller bietet da dann noch mal so eine kleine Abdeckung dafür. Gut, jetzt haben wir hier schon ungefähr die Position für gefunden. Jetzt geht es weiter. Natürlich muss da irgendwie auch ein Kabel mit dran. Hierbei immer gleich der Hinweis, wenn ihr mit am E-Bike hantiert und das irgendwo an Kabel rumhantiert, macht eines, nimmt den Akku bei raus. Einfach das System restlos stromlos machen, nicht, dass da irgendwas bei kommt.
Bosch verfügt zwar nochmal über sehr gute Schutzfunktionen, dass er da erstmal einen Fehlercode schmeißt, wenn da irgendwas sein sollte, aber dennoch, es muss nicht sein. So, wie gehen wir jetzt quasi vor? Wir müssen das hier jetzt einmal zwischenklemmen auf dieses Kabel, was hier längs läuft. Das Kabel kommt eben einmal vom Motor, geht hier rein und hier drinnen machen wir einen zweiten, machen wir beide Kabel auf einen Anschluss und somit geht das Kabel hier wieder raus und zum Scheinwerfer. Wenn ihr es jetzt zu Hause macht, ihr müsst euch natürlich einmal für die Position schon einmal entscheiden, wie rum der kommen soll. Und dann geht ihr erstmal hin, haltet den Scheinwerfer drauf und guckt, wie viel Kabel braucht ihr vom Scheinwerfer hier einmal rein in das System. Der Anschluss befindet sich nachher quasi hier unten drunter und ihr müsst da einmal reingehen mit dem Kabel. Also in dem Fall, da wir den von unten so montieren, muss das Kabel einmal unten drunter laufen, hier wieder rein bis zu dieser Stelle. So. Und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr beide Seiten abisolieren, hier drinnen montieren. Da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Und dann wäre es prinzipiell schon soweit fertig. In diesem Fall ist es allerdings so, dass wir dem Scheinwerfer ein bisschen mehr Kabel geben, dass wir diese Stelle auch nachher wieder zurückbauen können. Daher gebe ich Ihnen hier jetzt einfach ein bisschen mehr Kabel. Was man auch immer gut machen kann, gerade im E-Bike, die Kabel, die sind immer ein bisschen länger. Die kann man immer ein bisschen rausziehen. So wie in dem Fall auch einiges. Also da haben wir reichlich an Kabellänge, ist hier vorhanden. Das ist sehr schön. Mitunter ist es allerdings so, dass das übrige Kabel sich nicht hier oben in dem Bereich befindet, sondern eher im unteren Bereich. In diesem Fall war das auch so. Hier konnte ich den Akku jetzt rausnehmen und kam auch hier von innen super an das Lichtkabel ran, um es ein bisschen nachzuziehen. Mitunter ist es tatsächlich damit verbunden, dass man den Motor ein bisschen abhängen muss, dass man da rankommt. Aber es gibt viele Fälle, dass das übrige Kabel einfach hier oben, wo dran man ziehen kann. So, und jetzt gehen wir einfach mal bei. Ich muss mir hier eine ungefähre Kabellänge abmessen, dass ich es nachher wieder sauber verstauen kann. Dass wir es hier ungefähr an der Stelle, nehmen wir tatsächlich einmal den Scheinwerfer ab. Wie gesagt, an der Stelle, es muss unbedingt der Akku draußen sein, dass da auf gar keinen Fall irgendwie ein bisschen Strom drauf sein könnte. Der nächste Schritt ist, wir müssen die Kabel ein Stück abisolieren. Wir brauchen von der Kupferlitze ungefähr 5, 6, 7, 8 mm frei und dann nochmal ungefähr einen knappen Zentimeter von der Außenhülle auch nochmal befreit. Das Problem ist bei der hier, dass hier diese äußere Schicht halt eine sehr strapazierfähige ist. Das ist natürlich schön, dass es nicht so schnell kaputt geht, ist aber beim Abisolieren eben ein bisschen schwieriger. Aber das machen wir jetzt eben mal. Wenn wir das jetzt soweit abisoliert haben, können wir gut einmal beigehen und hier hinten die Rückseite einmal aufschrauben. Das sind hier vier kleine Torx-Schrauben. Torx 10 ist das in dem Fall. So, alle vier einmal ab. Komplett rausnehmen. Wenn wir das jetzt soweit haben, nehmen wir das einmal hier ab. Das legen wir uns beiseite. Und die Abdeckung kommt auch noch einmal ab. Und dann sehen wir auch hier, da ist der Anschluss dafür. Was hier schön zu sehen ist, hier ist gleich für zwei Kabel vorgesehen, dass die hier durchlaufen können. Und da kommt so ein kleiner Stecker rein. Der lag in der Beschreibung mit dabei oder beim Zubehör. Der kommt nachher einmal so dort reingesteckt. Und hier können wir die Kabel anschließen. Und was wir hier dran schön gleich sehen können, da ist einmal die Markierung, dass das Minus und dass da Plus ist. Das müssen wir natürlich einmal berücksichtigen bei der Montage rein in den Stecker. Wie gesagt, wichtig ist dazu, dass wir wissen, wie rum der Stecker da jetzt reinkommt und dass hier drüben Minus ist und da drüben Plus. Und jetzt können wir tatsächlich schon hingehen mit den Kabeln. Also hier haben wir einmal den Scheinwerfer. So.
Und laut der Anleitung von Busch und Müller ist hier Schwarz Minus. Dann nehmen wir hier auch einmal das schwarze Kabel und das verdrehen wir einmal zusammen. Man könnte es jetzt tatsächlich auch gut tatsächlich einmal leicht verlöten. Also wenn man da eine dauerhafte Verbindung haben möchte, kann man es tatsächlich gut einmal löten. So, und dann stecken wir das hier einmal damit rein. Das ist vielleicht von mir jetzt sogar ein bisschen lang abisoliert. Das können wir gut noch mal ein kleines Stück einkürzen. Nehmen wir uns hier einfach mal einen kleinen Schneider. So, ein bisschen trennen hier. Und dann nehmen wir hier ein kleines Stück von ab. So. Das langt hier in dem Fall auch schon. Und dann wieder die Richtung nicht verwechseln. So rum gehört es drauf. Stecken wir hier einmal mit rein. Und dann wird hier einmal die kleine Schraube festgedreht. So, so, da haben wir das. Das wäre die erste Schraube. Und jetzt kommt natürlich noch einmal die zweite Stelle mit ran. Da haben wir es. Da ist der Stecker. Gut, wenn wir das haben, dann können wir jetzt tatsächlich schon beigehen und stecken den einmal hier mit rein. So. Einmal wirklich darauf achten, dass er komplett drin ist. Hier ist jetzt keine Rastnase oder dergleichen. Das geht hier rein nach Gefühl. Und jetzt können wir hier einmal die Kabel der Reihe nach da reinlegen. Nachdem der Stecker jetzt montiert ist, müssen wir es natürlich wieder zusammenbauen. Dabei müssen wir allerdings eine Sache berücksichtigen. Und zwar jetzt ist es eben relevant, ob wir das Leval hier unten montieren oder von oben drauf. Wenn es obendrauf gekommen ist oder wir es obendrauf montieren, dann können wir es so wieder zusammenbauen, wie wir es auch auseinandergenommen haben. Jetzt in dem Fall montieren wir es aber unten drunter und dann müssen wir schon was aufpassen dabei. Beachten, das wollte ich sagen. Und zwar, jetzt montieren wir lediglich die Kappe von hinten drauf. Dabei müssen wir diesen Arm einmal beachten. Der gehört hier natürlich rein in den Schlitz, nicht, dass ich es hier montiere und der wappelt hier irgendwo dann rum. Na, dann ist niemandem geholfen, dann funktioniert das Kurvenlicht nicht wirklich. So, wir legen hier nochmal das Kabel sauber rein. So, den halten wir hier vor und da kommt dieser Arm einmal mit rein. Und dann kommt hier nur diese Abdeckung drauf, nicht der Halter. Das ist wichtig dabei, sondern lediglich das hier und dann kommen hier direkt einmal die Schrauben mit rein und dann schrauben wir das hier einmal kurz fest. Wenn wir die Seite jetzt drauf haben, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Halter? Irgendwie muss ich es ja dran montieren. Und zwar drehen wir es jetzt einmal um 180 Grad und dann befinden sich hier auch noch vier Schrauben. Die müssen wir jetzt einmal rausnehmen und dann wird dieser Halter eben genau an der Stelle einmal montiert. Das ist ziemlich simpel, hier einfach die vier Schrauben einmal raus. Na, die nehmen wir hier auch gleich komplett raus und dann können wir den einmal festmachen. Nachdem die Schrauben jetzt hier draußen sind, kann man den hier einfach reinlegen. Schöne ist noch dabei, womit wir auch noch mal ein bisschen einstellen können, diesen Halter, der muss nicht zwingend so rum drauf, sondern man kann ihn auch so rum drauf schrauben. Diese Halterung ist nicht symmetrisch und dadurch können wir tatsächlich noch ein bisschen was einstellen. Also rein theoretisch, wenn wir den nach unten gestellt hätten, hätten wir den auch oben drüber montieren können. Geht auch. Ja, aber damit wir so ein bisschen mehr Platz haben, machen wir den jetzt tatsächlich trotzdem hier nach unten und dann kommen hier einfach die vier Schrauben wieder rein und dann werden die einmal festgezogen. Halterung ist jetzt drauf, jetzt können wir den hier auch schon mal festmachen oder beziehungsweise reinsetzen. Das Kabel lege ich hier einmal in die Gabelung von dem Halter und dann kommt es hier einmal mit rein
Und dann wird hier einmal die Schraube reingesetzt. So, ich habe mir die hier leider ein bisschen weiter weggelegt, wieder zusammengesetzt. So, und dann kommt es hier einmal mit rein. Und jetzt ziehe ich das ein bisschen an, ein bisschen mit Gefühl eben. So, nehme ich mir hier kurz zwei Imbusschlüssel und ziehe es ein bisschen an, aber noch so, dass ich es leicht bewegen kann, aber nicht, dass es von alleine sich verstellen kann dabei. Denn wir wollen das natürlich noch mal in der Neigung einstellen. Das machen wir aber erst auf dem Boden. Das nächste ist hier natürlich einmal das Licht mit rein, den Scheinwerfer selber mit drauf. Und hierbei einmal beachten, wie man das Kabel legt, dass es hier nicht den Schwenkarm beeinschränkt und ja, dass es halt auch sauber vernünftig liegt. So, so machen wir es jetzt hier einfach mal mit drauf an der Stelle. Und das hier ziehen wir jetzt auch gleich noch mal ein bisschen an, aber immer noch so, dass wir es bewegen können. Denn wir müssen es, wie gesagt, noch einstellen und das machen wir dann gleich einmal auf dem Boden. Wenn wir das Fahrrad jetzt auf dem Boden haben, können wir das Leval natürlich auch jetzt super einstellen vom Winkel her. Wir wissen ja, 55 Grad gehört das gute Stück. So, woher weiß ich jetzt allerdings, was sind 55 Grad? Da gibt es einen coolen, modernen Trick. Fast jeder besitzt ein Smartphone und die meisten Smartphones besitzen eine integrierte Wasserwaage. Und die können wir super dazu nutzen. Wir kalibrieren den hier einfach mal auf 0 und dann halten wir es hier mit drauf und dann können wir die Gradzahl einmal sauber ablesen. Wir sehen jetzt hier 60 Grad und dann gehen wir einmal auf 55 Grad. Das ist doch super. Und jetzt können wir einfach die Verschraubung hier festziehen, so dass es nicht mehr verstellt wird. Das machen wir jetzt eben mal. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines, und zwar der Scheinwerfer muss eingestellt werden. Wir wollen natürlich keinen blenden. Jedoch, wie du den einstellst, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Ein Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Guck da gerne mal rein. Ja, aber wie gesagt, der wird jetzt eingestellt und dann eben auch festgezogen. Und dann hätten wir es auch schon soweit fertig. Jetzt können wir es mal testen, ob es auch funktioniert. Testen tun wir das, indem wir erstmal das Licht einschalten, damit das Leval-System überhaupt Strom bekommt. Schalte ich kein Licht ein, dann geht es ja auch logischerweise nicht. Und dann testen wir das, indem wir einfach mal das Fahrrad neigen und dann kann man sehen, dass der Scheinwerfer tatsächlich sich dabei bewegt. Gerade wenn man schneller macht, kann man es besser sehen. Na? Aber hier können wir jetzt schön sehen, dass das super funktioniert. So können wir jetzt auch loslegen und fahren im Dunkeln mit Kurvenlicht. Das war es jetzt auch schon mit der Montage von dem Leval-System. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!